liebe Leute. Guckt mal, ich bin gerade am Meer. Genauer gesagt bin ich auf einer griechischen Insel mitten im Mittelmeer. Die Insel heißt Nisiros und ist eigentlich ein Vulkan. Und damit ich hier keinen Schiss haben muss, habe ich eine fantastische, super coole Expertin dabei. Das bin ich. Genau, Katharina. Moin. Gemeinsam finden wir heute raus, wie diese Insel entstanden ist und wie das überhaupt alles mit Inseln ist. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr. Ich mich auch. Los geht's. Auf jeden Fall. Sag mal, aktiv ist der Vulkan ja nicht mehr, ne? Doch, schon. Wirklich? Ja. Der kann ausbrechen? Ja. Oh Gott, ich glaube, der Boden hat vibriert. Wenn ich an eine Insel denke, habe ich sofort Bilder von Sandstränden, türkisblauem Wasser und Planschen im Meer im Kopf. Dabei können Inseln auch so oder so aussehen. Oder sogar so. Fast komplett von Eis bedeckt. Es ist Grönland, die größte Insel der Welt. Sie ist 6-mal so groß wie Deutschland. Und ich war auch schon mal da. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal auf einer Insel Urlaub gemacht. Zum Beispiel auf einer deutschen Insel in der Nord- oder Ostsee. Oder wie ich hier in Griechenland. Das Land mit den allermeisten Inseln weltweit ist Norwegen. Insgesamt gibt es dort mehr als 230.000 Stück. Krass, oder? Allerdings zählen dazu auch diese ganz kleinen, unbewohnten Felsen im Wasser. Ein anderes Land mit sehr vielen Inseln ist Griechenland. Mehr als 3000 Inseln im Mittelmeer gehören dazu. Die größte davon kennt ihr vielleicht. Sie heißt Kreta. Ich bin heute auf dieser griechischen Insel unterwegs, Nisiros. Dort gibt es einen von 6 Vulkanen in Griechenland. Mit Wissenschaftlerin Katharina kläre ich, wie diese Insel entstanden ist und was ein aktiver Vulkan damit zu tun hat. Außerdem treffe ich Ireni mit ihren Kindern Nafsika und Dimitris. Sie zeigen mir ihr Leben auf der kleinen Insel. Und so viel kann ich schon mal verraten, langweilig wird's nie. Zum Schluss bin ich noch mit Luisa unterwegs. Sie kennt sich super mit griechischen Geschichten aus und erzählt mir, wie Nisiros laut einer Legende entstanden ist. Also, alle reif für die Insel? Dann kommt hier der Inselcheck. Und jetzt die Checkerfragen. Wie entsteht eine Insel? Wie ist das Leben auf einer Insel? Und gab es Schatzinseln wirklich? Das checke ich für euch. Und das alles kläre ich auf der griechischen Insel Nisiros. Nisiros liegt im östlichen Mittelmeer, ganz nah an der türkischen Grenze. Hier kommt man nur mit dem Schiff her. Einen Flughafen gibt es nicht. Auf der Insel leben ungefähr 1000 Menschen. Die meisten davon in der größten Ortschaft Mandraki. Hier komme ich jetzt auch mit der Fähre an. Um die Insel zu erkunden, habe ich mir einen Roller ausgeliehen. Von der einen zur anderen Seite ist Nisiros gerade mal 8 Kilometer breit. Um noch mehr über diese und andere Inseln rauszufinden, steige ich jetzt mit Katharina auf einen der höchsten Punkte auf der Insel. Ist das nicht wunderschön hier? Und hier klären wir auch die erste Checkerfrage. Wie entsteht eine Insel? Wahnsinn. Superschön. Voll schön. Toll. Und jetzt sieht man auch wirklich, dass wir auf einer Insel sind, ne? Weil einfach von hier oben kann man es wunderbar sehen. Ringsherum ist einfach nur Wasser. Genau. Und das ist auch das, was eine Insel ausmacht. Es ist egal, wie breit sie ist, es ist egal, wie hoch sie ist. Mhm. Hauptsache, es ist Wasser drumherum. Okay. Und welches Wasser ist auch egal? Ja, genau. Es ist egal, ob es das Meer ist oder zum Beispiel ein Fluss, wo eine Insel drin ist. Okay. Wie entstehen denn Inseln? Es gibt 3 verschiedene Entstehungsarten. Mhm. Es gibt die künstlichen Inseln, es gibt die vulkanischen Inseln und die nicht vulkanischen Inseln. Okay. Wie entsteht eine künstliche Insel? Eine künstliche Insel ist menschgemacht. Das heißt, Menschen haben entschieden, sie wollen hier an diesem Fleck im Meer eine Insel haben und transportieren dafür meistens Sand genau dorthin und schütten das so lange auf, bis eine Insel entsteht. Wirklich? Genau. Guckt mal, so zum Beispiel sieht sowas dann aus. Das hier ist in Dubai. Das gehört zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Insel heißt Palm Jumeirah. Der Sand dafür wurde mit riesigen Maschinen vom Meeresgrund geholt. Dadurch wurden viele Lebensräume der Tiere zerstört. Das sieht zwar wirklich beeindruckend aus, aber alles nur, damit dort noch mehr riesige Hotels und Villen stehen? Ich weiß nicht.
Also Menschen nehmen gigantische Massen von Material, Sand meistens, schütten es auf, dann hat man eine Insel, damit es schön aussieht. Genau. Aber es ist schlecht für die Umwelt, es ist schlecht für die Tiere. Es bringt eigentlich niemandem was, außer Leuten, die von oben auf die Insel drauf gucken. Genau. Das ist ja total blöd. Ja. Okay, dann gucken wir uns doch mal an, wie Inseln natürlich entstehen. Fangen wir mal mit nicht vulkanisch an. Genau, die entstehen meistens dadurch, dass sich der Meeresspiegel hebt oder senkt. Zum Beispiel während der letzten Eiszeit war ganz viel Wasser im Eis fest verfroren. Mhm. Das war vor 10.000 Jahren. Mhm. Und das Wasser, was im Eis gebunden war, hat natürlich dazu geführt, dass der Meeresspiegel deutlich niedriger war, als wir ihn heute beobachten. Okay. Einfach weil eben ganz große Wassermassen Eisform haben und nicht Teil des Meeres sind. Genau. Also nochmal langsam. Auf unserer Erde gibt es eine bestimmte Menge an Wasser. Ein kleiner Teil davon befindet sich in den Flüssen und Seen und als Regenwasser in den Wolken. Der größte Teil schwimmt in den Ozeanen. In der letzten Eiszeit, also vor mehr als 10.000 Jahren, war fast ein Drittel unserer Erdoberfläche mit Eis bedeckt. Eis ist ja nichts anderes als gefrorenes Wasser. Und dieses Wasser fehlte damals im Meer. Der Meeresspiegel war also mehr als einen Meter niedriger als heute. Die Inseln guckten weiter aus dem Wasser raus oder sind dadurch überhaupt erst zum Vorschein gekommen. Und weil wir gerade auf so einer fantastischen Vulkaninsel sind, gucken wir uns jetzt hier an, wie die entstehen. Boah. Oh wow. Aber sag mal, was genau sehen wir jetzt hier? Wir stehen hier im Prinzip am Rande des Vulkans Nisiros. Mhm. Also wir können von hier oben in den Krater hineingucken. Okay. Wie ist denn diese Insel, die ja ein Vulkan ist, überhaupt entstanden? Nisiros ist vor ungefähr 160.000 Jahren entstanden, geht man von aus. Ja. Und zwar indem Lava, also flüssiges Gestein, am Ozeanboden ausgetreten ist. Mhm. Und mit der Zeit ist das so oft passiert, dass sich ein Vulkangebäude entwickelt hat, das schließlich im Prinzip eine Insel geformt hat. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen. Im Inneren unserer Erde ist es unglaublich heiß. So heiß, dass das Gestein da drin sogar schmilzt. Das nennt man dann Magma. Das lagert in unterirdischen Hohlräumen, den sogenannten Magmakammern. Dort herrscht ein wahnsinnig hoher Druck, der sich manchmal entlädt. Das passiert dann in Form eines Vulkanausbruchs. Das Magma dringt durch Risse an die Erdoberfläche und heißt dann Lava. Bei Nisiros ist das alles auf dem Meeresboden passiert. So oft, dass sich die erkaltete Lava immer weiter aufgetürmt hat und irgendwann aus dem Wasser rausgeguckt hat. Gut, aber dann müsste ja eigentlich, so wie du es gerade erklärt hast, hier so ein Hubbel sein. Und jetzt ist aber die Insel ja eher so. Also so und nicht so. Genau. Ja, es war auch einst ein spitz zulaufender Vulkan. Aha. Also so, wie man den aus dem Bilderbuch kennt. Ja. Und dann gab es aber eine ziemlich große Eruption, die dazu geführt hat, dass ganz, ganz viel Material vom Vulkan einfach weggeflogen ist. Mhm. Also ein Ausbruch. Ein Ausbruch, genau. Und ein Vulkan wird ja von einer Magmenkammer gefüttert. Mhm. Und diese Magmenkammern sind nach solchen großen Eruptionen sehr erschöpft und leer. Mhm. Und dieser Hohlraum, der hat dann im Prinzip dazu geführt, dass das schwere Material einfach in die Mitte gefallen ist. Und dann ist das quasi seitlich so eingebrochen und das hat diese Form ergeben. Ganz genau. Was ist denn aber mit den anderen Inseln? Da hinten ist noch eine, da ist eine, hinter uns, da sind welche. Also sind ja wirklich überall um uns rum hier im Mittelmeer sind diese griechischen Inseln. Sind die alle auf so eine Art entstanden wie auch Nisiros? Die meisten sind tatsächlich auf vulkanische Art entstanden, ja. Mhm. Und auch untermeerisch, also unter Wasser. Ja. Und sind danach mit der Zeit an die Oberfläche gekommen. Total cool. Inseln entstehen vor allem durch das Steigen oder Sinken des Meeresspiegels. Oder, wie Nisiros zum Beispiel, durch einen Vulkanausbruch. Gecheckt. Das letzte Mal, dass der Vulkan hier so richtig mit Lava ausgebrochen ist, ist schon über 25.000 Jahre her. Trotzdem gilt er als aktiv und könnte auch noch mal ausbrechen. Zum Glück wird das aber mittlerweile von vielen Forscherinnen und Forschern überwacht. Die könnten die Bevölkerung dann rechtzeitig warnen. Also hier ist jetzt schon wirklich richtig abgefahren. Was dampft denn und qualmt denn da hinten überall noch so? Das ist der Vulkan. Im Prinzip pupst der Vulkan hier. Wie der Vulkan pupst? Naja, das ganze Gas, was in einer Magma gefangen ist, das muss irgendwo hin. Heißt das denn, dass an den Stellen, wo der Vulkan jetzt gerade noch qualmt und irgendwie seine Gase los wird, diese Vulkanpupse, dass da dann das Erdinnere besonders nah ist oder so? Nee. Auf jeden Fall bedeutet das, dass da eine direkte Verbindung zu der Magmenquelle ist. Wow. Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Risse, wodurch Magma aufsteigen kann. Mhm. Und hier ist es im Prinzip so, dass durch die Risse aus der Magmenkammer selbst Gas aufsteigt. Und deswegen gibt es an den Bereichen vorwiegend diese Fumarolen, also die Gasaustritte. Durch die Punkte, wo es gerade qualmt,
Da gehen Risse, wenn man so will, und wenn es nur kleine Spalten sind, bis eben ganz tief runter. Genau. Und es sieht also wunderschön aus, aber ich muss immer sagen, es stinkt hier so ekelhaft nach faulen Eiern und nach Furz. Das ist im Prinzip die Erde. Das ist so, wie ich es mir vorstelle, wie es im Erdinneren riecht. Mhm. Und das ist im Prinzip hier der Vulkan. Also es ist hauptsächlich Schwefel, was wir auch sehen, die gelben Farben. Mhm. Das ist der Schwefel, der transportiert wird. Mhm. Und findest du es auch eklig? Nein. Wie? Ich finde das spannend. Wirklich? Ja. Weil du Vulkanologin bist, findest du das super klasse. Ja, tatsächlich. Hier merkt man, was passiert, dass man in einem aktiven Vulkan steht. Und das unter uns, wahrscheinlich gar nicht so tief unter uns, wirklich aktiv was passiert. Mhm. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Ja. Also ich muss sagen, faszinierend finde ich es wirklich auch, aber auch echt eklig. Wirklich. Wie findest du? Findest du nicht auch? Stinkt einfach? Ja. Ja, genau. Ich finde den Vulkan echt beeindruckend. Und Katharina zeigt mir jetzt noch einen zweiten Krater. Den sogenannten Stephanos-Krater. Toll. Wie riesig das ist. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt hier steht und das alles so sieht und ganz da oben an der kleinen Kirche, da standen wir und du hast mir gezeigt, dass alles von Wasser umgeben ist und dass wir wirklich auf einer Insel sind. Und hier unten sind wir jetzt und wissen jetzt, wo die Insel eigentlich entstanden ist, wo der Ursprung ist, nämlich da. Toll. Katharina, vielen Dank, das hat richtig Spaß gemacht heute. Danke auch. Danke dir sehr. Und für euch gibt's jetzt erstmal die Mitmachfrage. Warum wird es manche Inseln vielleicht bald nicht mehr geben? A, weil sie überschwemmt werden oder B, weil sie von Insekten belagert werden? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Obwohl Nisiros wirklich klein ist, gibt's hier mittlerweile eigentlich alles, was man so braucht. Nur eben nicht in ganz so groß wie auf dem Festland. Küstenwache, Feuerwehr und Polizei in einem Gebäude. Nicht schlecht, ne? Der Supermarkt. Wenn ein Produkt ausverkauft ist, muss man warten, bis ein Schiff Nachschub bringt. So eine Art kleines Krankenhaus. Bei kleinen Sachen wird einem hier geholfen. Für größere Sachen muss man auf die nächste Insel oder auch in eine große Stadt geflogen werden. Die Bank. Wenn der Geldautomat leer ist, ist er leer. Also ich muss schon sagen, Nisiros gefällt mir richtig gut. Ich möchte jetzt gern noch mehr darüber herausfinden, wie es ist, auf so einer kleinen Insel zu leben. Dafür bin ich mit einer Familie verabredet. Dazu gehören die 5-jährige Nafsika, Dimitris, er ist 3 Jahre alt, und Mama Ireni. Und mit den dreien kläre ich meine zweite Checkerfrage. Hi. Hello. Hello, the two of you. Wie ist das Leben auf einer Insel? Wie ist es denn für dich, auf so einer Insel zu leben? Das frage ich mich wirklich, seit ich jetzt hier unterwegs bin. It's very nice. Es ist sehr schön. Wir haben hier die Natur. Es ist ruhig. Wir können mit unseren Kindern spielen. Die Kinder haben viele Freunde hier, sie kennen alle und sie fühlen sich sicher. Hast du ein Beispiel dafür, weil du gerade gesagt hast, man fühlt sich so sicher, woran man merken kann, dass es auf einer Insel wie Nisiros, wo du lebst, so sicher ist? Wir sind hier alle befreundet und niemand möchte seinem Freund schaden. Unsere Türen sind offen, die Schlüssel stecken immer und mein Auto ist auch nicht abgeschlossen. Du kannst niemanden was klauen oder jemanden verletzen, denn wir würden wissen, wer es war. Oder du kannst auch nicht einfach mein Auto klauen, weil ich würde ja sehen, wer es fährt. Was hältst du davon, wenn wir einen kleinen Spaziergang machen und ihr mir mal eure Insel zeigt? Ja, klar. Ich würde dir gerne meine Insel zeigen. Okay, cool. Let's go. Als Ireni 2 Jahre alt war, ist sie mit ihrer Familie auf die Insel gezogen. Mit 19 ging sie dann zum Studieren nach Athen, Griechenlands Hauptstadt. Vor ein paar Jahren, mitten in der Corona-Krise, ist sie mit ihren Kindern zurück nach Nisiros gezogen. Hier genießen sie zum Beispiel auch, dass der Schulweg am Meer vorbeiführt. Mega cool. Die Schule gucken wir uns jetzt noch an. Ireni war dort selbst als Kind und auch Nafsika und Dimitris werden sie einmal besuchen. Es gibt hier 6 Klassen. Insgesamt gehen ungefähr 60 Kinder auf diese Schule. Ireni, du bist ja auch
hier auf der Insel groß geworden. Du hast ja deine Kindheit hier verbracht. Und die beiden tun das jetzt auch. Wie ist denn das, auf einer Insel Kind zu sein? I remember myself climbing the trees. Ich erinnere mich daran, dass ich Bäume hochgeklettert bin und mit meinem Vater fischen war. Es ist gut, dass die Schule so klein ist. Die Lehrer können einem viel beibringen, weil es nicht so viele Kinder gibt. Not too much. Sagt mal, ihr beiden, was gefällt euch eigentlich am allerbesten auf der Insel? Er liebt es, im Meer schwimmen zu gehen. Sie mag die Luft, den Wind auf der Insel. Ja. Schön. Kannst du dir vorstellen, für immer auf dieser Insel zu bleiben? Ich würde sehr gerne für immer hier bleiben und das wünsche ich mir auch. Aber wenn meine Kinder etwas anderes machen möchten, was es hier nicht gibt, zum Beispiel auf eine andere Schule gehen oder eine Sportart lernen, dann werden wir umziehen müssen, damit sie die Möglichkeit, etwas anderes zu lernen, nicht verpassen. Irene, vielen Dank euch für den Tag. Es hat mir voll Spaß gemacht, mit euch spazieren zu gehen und eure Insel so ein bisschen kennenzulernen. Dankeschön. Thank you. I hope I see you again here. Yeah, I hope so too. It was really nice. Danke euch beiden auch. Mach's gut, Dimitris. Ciao. Tschüss. Bye. Ciao, bis dann. Auf einer kleinen Insel wie Nisiros kennen sich fast alle. Es gibt eine kleine Schule. Die Kinder verbringen ihre Freizeit meistens in der Natur. Gecheckt. Für Ireni ist das Leben auf der Insel wunderschön. Es gibt aber auch Leute, für die könnte es bald zu einem ziemlichen Problem werden, dass sie auf einer Insel wohnen. Zum Beispiel für die Bewohnerinnen und Bewohner von Tuvalu. Das ist eine sehr flache Inselgruppe, die zwischen Australien und Hawaii im Südpazifik liegt. Durch den Klimawandel, den wir gerade erleben, steigt der Meeresspiegel immer weiter an. Schon ein paar Zentimeter Anstieg sorgen dafür, dass diese Inseln immer weiter schrumpfen. Forschende vermuten, dass in knapp 80 Jahren dort niemand mehr wohnen kann. Vielleicht müssen deshalb viele Bewohnerinnen und Bewohner irgendwann auf eine andere Insel oder auf das Festland umziehen. Dass mit Nisiros etwas Ähnliches passiert, ist eher unwahrscheinlich. Hier wird fehlender Regen immer mehr zum Problem. Weil es teils monatelang nicht regnet, kann kein Regenwasser zu Trinkwasser aufbereitet werden. Fähren bringen deshalb Trinkwasser von anderen Inseln nach Nisiros. Jetzt bin ich ja schon eine Weile hier unterwegs und habe viel rausgefunden. Katharina hat mir erklärt, wie sich die Wissenschaft den Ursprung dieser Insel erklärt. Es gibt aber auch Sagen und Legenden über die Insel, die sich die Menschen seit Jahrtausenden erzählen. Deshalb treffe ich jetzt noch Luisa. Sie kennt sich super gut mit den Geschichten der griechischen Mythologie aus, die sich rund um die Abenteuer und Erlebnisse der Götter und Sagenwesen drehen. Es gab ja die Götter, die 12 großen Götter, die auf dem Olymp gelebt haben. Zeus, Poseidon und noch ein paar andere. Genau, daran haben die Menschen damals geglaubt, an verschiedene Götter mit verschiedenen Aufgaben. Genau. Und die hatten Geschwister, die Giganten. Und die Giganten waren riesig große Wesen und die hatten statt Füßen, hatten die Schlangen. Und irgendwann mal sind die Giganten ein bisschen eifersüchtig geworden und haben versucht, den Olymp zu erklimmen. Und daraus ist ein relativ großer Kampf entstanden. Ach, krass. Und dann, was ist dann passiert? Und einer der Kampforte war hier. Da hat der Gott Poseidon gegen den Giganten Polyvotus gekämpft. Und um den Kampf zu beenden und um Polyvotus zu besiegen, hat Poseidon einfach ein Stückchen der Insel Kos von da hinten genommen. Ja. Hat den Stein genommen oder diesen riesigen Fels und hat ihn auf den Giganten geschmissen. Und dort ist jetzt die Insel Nisiros. Ach komm, das ist die Geschichte, wie Nisiros entstanden ist, wie sie zumindest früher erzählt wurde. Ja. Und vielleicht lebt der Gigant auch noch. Wieso? Naja, der Vulkan raucht immer noch ein bisschen, oder? Ah, und das ist quasi die Erklärung, dass der vielleicht unter uns noch irgendwie atmet und am Leben ist. Genau, weil der Mund des Giganten ist genau unter dem Vulkan. Wow, das ist ja cool. Das ist eine coole Geschichte. Ja, finde ich auch. Ja. Es gefällt mir irgendwie ganz gut, dass die Leute so Geschichten genommen haben und damit einfach versucht haben, die Welt um sich herum zu erklären. Aber es gibt ja, was Inseln angeht, auch noch eine andere Art von Geschichten. Auch zum Beispiel ganz oft Piratengeschichten. Mhm. Damit kennst du dich auch gut aus. Ja. Perfekt, denn das ist auch eine Checkerfrage. Gab es Schatzinseln wirklich? Damit Luisa mir das besser erklären kann, bauen wir ein Mini-Mittelmeer auf. Mit Piraten und Handelsschiffen. Sag mal, Piraten und Piratenschiffe, so wie wir es jetzt hier in unserem kleinen Meer aufgebaut haben, die gibt es doch auch schon richtig lange. Also auch schon zur Zeit der antiken Griechen. Ja, und zwar nicht wenig.
Damals ging hier entlang im Mittelmeer ganz viele Handelsrouten und Handelsstrecken. Und die hatten auf ihren Schiffen ganz viele Sachen dabei. Gewürze, Stoffe, Metalle, alles Mögliche. Und das waren natürlich auch die Sachen, die die Menschen haben wollten. Also das heißt, erstmal waren Leute unterwegs und hatten wertvolle Güter dabei. Genau. So, auf ihren Schiffen. Und dann sind sie damit übers Mittelmeer, um, was weiß ich, um sie von A nach B zu transportieren oder woanders zu verkaufen oder einzukaufen und so weiter. Genau. Auf dem Weg sind sie an verschiedenen Orten vorbeigekommen und wollten vielleicht Handel treiben oder auch einfach nur Pause machen. Pause. Und wenn sie Pech hatten, haben sie genau auf dem Weg jemanden getroffen, der sie ausgeraubt hat. Das heißt, die Güter, die wertvollen, die sind plötzlich gewaltsam in den Besitz der Piraten gekommen. Ja. Zack. Und die sind dann weitergefahren und haben entweder weiter geraubt oder weiter Handel getrieben. Damals wurden nicht nur Waren und wertvolle Güter gestohlen, sondern sogar Menschen. Diese Leute mussten dann aus den Händen der Piraten freigekauft werden. Das heißt, der Mensch wurde gegen Geld eingetauscht. Hat das nicht funktioniert, wurden die Entführten oft auch als Sklaven verkauft. Echt brutal. Und jetzt kommt ja eben die entscheidende Frage. Kommt genau daher dieser Begriff der Schatzinsel, weil die Piraten ihre ganzen Sachen dann doch irgendwo auf einer von diesen vielen, vielen Inseln hier vergraben haben, um sie später wieder abzuholen? Das ist eine wirklich schöne Idee, aber leider muss ich dich da enttäuschen. Wieso? Das ist nur eine Geschichte. Im Jahr 1883 schrieb der britische Schriftsteller Robert Louis Stevenson den Roman Die Schatzinsel. Die Schatzinsel. Darin geht es um das abenteuerliche Leben von Piraten und ihre Suche nach einem sehr wertvollen Schatz. Leben der Piraten. Das Buch war so erfolgreich, dass sich die Darstellung der Piraten darin bis heute gehalten hat. Von ihm stammt zum Beispiel auch die Idee der Schatzkarten. Ich denke, ich sollte eine Schatzkarte erfinden. Sie fanden eine Schatzkarte. In Wirklichkeit ist es nämlich eher unwahrscheinlich, dass Seeräuber einen Stapel an Karten hatten, auf denen eingezeichnet war, auf welchen Inseln sich die Schatztruhen befanden. Denn so verschwenderisch, wie die Piraten mit ihrer Beute umgingen, blieb kaum was davon übrig. So verschwenderisch, die Jungs. So verschwenderisch. Das ist pures Gold. Pures Gold. Das wird mein großer Durchbruch. Ich freue mich so. Wahrscheinlich gab es Schatzinseln nicht so, wie wir uns das vorstellen. Diese Idee kommt vor allem aus einem berühmten Buch. Gecheckt. Liebe Luisa, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute mir die Insel noch mal von einer anderen Seite gezeigt hast. Mir auch. Danke dir. Und für euch, liebe Leute, gibt's jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte heute von euch wissen, warum wird es manche Inseln vielleicht bald nicht mehr geben? A, weil sie überschwemmt werden? Oder B, weil sie von Insekten belagert werden? Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel immer weiter an. Schon ein paar Zentimeter Anstieg sorgen dafür, dass die Inseln immer weiter schrumpfen und überschwemmt werden können. Richtig ist also Antwort A. So, liebe Leute, das war's vom Inselcheck. Ich hoffe, es hat euch hier auf Nesiros genauso gut gefallen wie mir. Und Luisa hat zwar gerade gesagt, dass das mit den Schatzinseln alles erfunden ist, aber ich dachte, vielleicht probiere ich doch noch mein Glück und suche hier ein bisschen. Vielleicht hätte irgendein betrunkener Seeräuber zumindest eine Goldmünze verloren. Das mache ich jetzt noch und ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Gib mal bitte die größte Schaufel, die wir haben. Die größte? Was soll ich denn damit? Da brauche ich ja Jahre für den Strand. Naja, du kriegst nichts ab, wenn ich hier was finde. Ein Schatz oder so. Ich fange jetzt einfach hier an. Aha! Ein Kronkorken. Naja, Strand sauber machen ist ja auch nicht verkehrt. Ah! Ein Stein in Herzform. Den behalte ich. Aha! Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Der, der immer fragt, der die Action mag, der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi.